Ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und auf meinem Kanal Russische Welt TV. In den letzten Wochen und Monaten haben ja die berühmt-berüchtigten iranischen Kamikaze-Drohnen für viel Wirbel gesorgt und den Gegnern Russlands ordentlich Kopfschmerzen bereitet. Ich habe ja auch da zu diesem Thema vor einigen Wochen ein Video schon gemacht. Und in diesem besagten Video habe ich unter anderem auch die Vermutung geäußert, dass diese Drohnen, die iranischen Kamikaze-Drohnen, irgendwann in absehbarer Zeit auch in Russland produziert werden, also dass die Produktion in Russland lokalisiert wird. Und genau das scheint nun laut den neuesten Medienberichten auch einzutreten in absehbarer Zeit, nachdem Russland nämlich schon einige Ladungen der Kamikaze-Drohnen aus dem Iran gekauft hat und diese nach Russland auch entsprechend geliefert worden sind, soll nun im Rahmen des Deals zwischen Russland und dem Iran die Produktion nun auch in Russland lokalisiert werden. Zumindest berichten das verschiedene US-Medien, unter anderem auch die Washington Post unter Berufung auf amerikanische Geheimdienstinformationen. Also wenn das wirklich so ist und das wirklich so eintrifft, wie das die amerikanischen Medien berichten, wäre das natürlich für Russland äußerst vorteilhaft aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist natürlich der militärische Aspekt, gar keine Frage, denn die Drohnen stünden dann, sobald die Produktion eben in Russland auch läuft, wahrscheinlich dann auch in größeren Mengen und schneller zur Verfügung für den Militäreinsatz in der Ukraine. Denn natürlich sind die Produktionskapazitäten im Iran sicherlich auch nicht unendlich, also die werden auch irgendwo ihre Grenzen haben. Und dazu kommt auch, dass dann Russland natürlich nicht immer wieder auf eine neue Lieferung aus dem Iran warten muss. Dann wird die Lieferung irgendwie entladen und dann entsprechend an die Streitkräfte geliefert, sondern sie können, wenn die Produktion eben in Russland dann läuft, direkt sozusagen von der Fabrik in Russland an die Front geliefert werden. Und das zweite ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt, denn auch wenn der Iran auch in Zukunft, also auch wenn die Produktion in Russland lokalisiert sein wird, auch sicherlich weiter irgendwie dran mitverdienen wird, irgendwelche Prozente, irgendwelche Anteile davon auch weiter erhalten wird sicherlich, wird trotzdem ja dadurch mehr Geld in Russland bleiben als vorher. Also ein höherer Anteil der Ausgaben Russlands für die Drohnen, ja, der dann eben, wie gesagt, in Zukunft in Russland bleibt, was dann auch natürlich in die russische Wirtschaft fließen wird und eben zu den russischen Fabrikarbeitern, die dann für die Produktion, für die Arbeit dann entsprechend ihren Lohn, ihr Gehalt bekommen. Auch wenn ich natürlich persönlich auch für die iranischen Arbeiter und für die iranische Wirtschaft auch alles Gute wünsche, ganz klar. Aber auch die, also auch der Iran wird sicherlich auch nicht leer ausgehen, wie gesagt, daher unter anderem auch, wie gesagt, prozentuale Anteile sicherlich auch weiter irgendwie erhalten wird, da es ja wohl die iranische, auf iranischer Technologie basiert. Und sonst würden die es ja auch nicht machen. Würde es ja der Iran auch nicht machen, wenn sie dabei leer ausgehen würden, ganz klar. Und natürlich hat der Iran auch schon gutes Geld für die gelieferten Drohnen bekommen, wird auch, wie gesagt, weiterhin höchstwahrscheinlich auch gutes Geld weiterbekommen und hat auch eine sehr gute Marketingkampagne bekommen für sein Produkt, für die Kamikaze-Drohnen, sodass sie natürlich auch in Zukunft auch weiter Aufträge für die Drohnen bekommen werden, somit auch weiter produzieren können und auch weiterhin diese Drohnen verkaufen können. Also eine klare Win-Win-Situation somit für Russland wie auch für den Iran. Und nach den Erfolgen in Syrien in den letzten Jahren ist das jetzt bereits die zweite, mindestens die zweite erfolgreiche, produktive Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.